ARD. Eine Landstraße im Morgennebel, im brandenburgischen Havelland. Plötzlich springt ein Mann auf die Fahrbahn. Er rudert wild mit den Armen. Ein LKW kann gerade noch stoppen. Der Mann auf der Straße hat dunkle Flecken auf der Kleidung und Brandwunden im Gesicht und auf den Händen. "They are all gone", schreit der Mann auf Englisch. "They are all gone." Sie sind alle weg. Alle tot. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB. Mit Elvira Siebert. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madl. Genau, dem Mann, der viele dieser Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat. Was tun wir hier? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen hier aus der Region. Und heute geht es um eine Urlaubsfahrt, die als Horrortrip endet. Eine Urlaubsfahrt von Dänemark nach Brandenburg in den märkischen Kiefernwald. Es ist eine echte Tragödie und viele Menschen, die mit der Aufklärung des Falls zu tun hatten, die hatten ganz sicher schlaflose Nächte, nicht zu reden von den Angehörigen, von der Familie, von den Freunden der beiden Opfer. Sie alle leiden bis heute unter dem, was vor 13 Jahren in einem Wald im Havelland passiert ist. Alles begann am frühen Morgen des 12. August 2011. Es wurde schon langsam hell an diesem Sommertag, da alarmiert eben dieser LKW-Fahrer, von dem wir gerade gehört haben, die Polizei. Ort des Geschehens ist die Bundesstraße 273, kurz vor der Ortschaft Börnecke, westlich von Berlin. Zunächst einmal sprechen die Beamten mit dem verletzten Mann, der kurz zuvor den LKW angehalten hat. Sie sehen die Brandflecken auf seiner Jacke, sie sehen die heftigen Wunden im Gesicht und auf den Händen. Der Mann ist Däne und heißt Peter Thue R. Er spricht Englisch und wirkt leicht verwirrt. Und trotzdem verstehen die Polizisten sofort, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Denn der Mann, der berichtet darüber, dass er einen schweren Autounfall gehabt hätte und dass seine zwei Kinder noch in diesem Fahrzeug seien. Dann führt er die Beamten weg von dieser Bundesstraße auf einen Waldweg. Und bald haben dann die Polizisten auch Brandgeruch in der Nase. Und nach ca. 200 Metern stehen die Beamten dann vor einem Auto. Es ist ein japanischer Kleinwagen, ein Suzuki Swift, und das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt. Sie erkennen noch die Reste eines dänischen Kennzeichens. Die beiden Vordertüren sind geöffnet und die beiden hintere Türen sind verschlossen. Wer auch immer da auf der Rückbank saß, er hatte keine Chance, aus dem Auto herauszukommen. Für die Polizisten werden damit die schlimmsten Befürchtungen zur Gewissheit, denn tatsächlich finden sie auf dieser Rückbank des Autowracks zwei verkohlte Leichen. Es sind die Leichen zweier Kinder. Der Däne sagt, es sind seine Töchter, und zwar die 9-jährige Line und die 10-jährige Marlene. Ja, was für ein Albtraum für alle, die da mit vor Ort waren. Doch gerade in so einer Situation ist es wichtig, dass Polizisten funktionieren, dass sie trotz des Schocks ihre Arbeit erledigen. Es geht jetzt sofort darum, den Unfallort zu sichern, den verletzten Vater zu versorgen und natürlich auch nachzufragen, was da genau passiert ist. Da fangen wir mal bei dem Unfallort an. War es denn tatsächlich so, dass die Polizisten dort sofort von einem Unfall ausgingen? Oder gab es vielleicht auch Zweifel daran? Denn zwei Kinder sind tot und der Vater hatte überlebt. Natürlich kann zunächst niemand etwas ausschließen. Und es gab ja für das, was da im Wald passiert ist, keine Zeugen. Bis auf den Mann, der das Auto offenbar gefahren ist, der Vater der beiden Kinder. Und er sagt, es war ein Unfall. Er habe noch versucht, die Töchter zu retten aus dem brennenden Auto und sich dabei selbst schwer verletzt. Und das vor allem an den Händen und auch im Gesicht. Aber die Hitze, die war so unerträglich, sagt er, dass er nicht mehr an die Kinder herankam. Bloß warum steht dieses Auto überhaupt mitten im Wald? Also abseits von dieser Bundesstraße oder von der Autobahn. Der Mann kommt ja nicht aus der Gegend. Er ist Däne, er kannte sich in Brandenburg höchstwahrscheinlich nicht aus. Wollte er mit seinen Töchtern im Wald vielleicht übernachten?
Der Vater hat auf diese Fragen zunächst keine Antworten, vielleicht weil er unter Schock steht, vielleicht auch weil er in der Fremdsprache im Englischen nicht gleich die richtigen Worte findet. Jedenfalls bleibt das alles erstmal unklar. Denn diese Erstbefragung am Autowrack ist auch nicht sehr ausführlich. Der Mann ist sehr schwer verletzt, er muss dringend ärztlich behandelt werden und wird dann auch mit einem Rettungshubschrauber nach Berlin-Marzahn geflogen, nämlich ins Unfallkrankenhaus, das auf Brandverletzungen ja spezialisiert ist. Doch nicht nur in Berlin und Brandenburg sind die Menschen fassungslos, die in den Nachrichten von diesem Unglück, von dem Tod der beiden Kinder erfahren haben. Auch 750 Kilometer entfernt ist diese Information inzwischen angekommen im Norden von Dänemark. Dort klingeln zwei dänische Polizisten am Haus von Christina O. Sie ist die Mutter der beiden verbrannten Mädchen. Und als Christina O. denn vor ihrer Haustür diese Beamten kommen sieht, da ahnt sie schon Schlimmes. Denn an diesem Tag sollten ihre Kinder nämlich eigentlich aus Deutschland zurückkommen, aus dem Urlaub zurückkommen. Was Christina O. dann empfunden hat in diesem Moment, das schilderte sie später. Meine Kinder sind tot. Warum schreie ich nicht? Warum wälze ich mich nicht auf dem Boden herum, wie die Leute es im Film machen? Natürlich habe ich geweint. Ich war sehr traurig. Das Zitat stammt aus einem Interview, das die dänische Journalistin Line Woben einige Jahre später mit der Mutter geführt hat. Wir haben mit der Reporterin bei der Recherche für diese Podcast-Folge telefoniert. Line Woben hat mit beiden Eltern sehr ausführlich gesprochen und dann einen sehr bewegenden Artikel geschrieben, der später auch hier in Deutschland in der Tageszeitung in der Taz veröffentlicht wurde. Während die Mutter in Dänemark also die Nachricht vom Tod ihrer Kinder verarbeiten muss, wird der Vater in Berlin im Unfallkrankenhaus behandelt. Die Ärzte im Zentrum für Brandverletzte, die entscheiden sich dann, ihn zunächst erstmal ins künstliche Koma zu versetzen, denn seine Brandverletzungen sind äußerst schwer. Doch er hat Glück am Ende, der Zustand stabilisiert sich. Schon 6 Tage später bekommt er eine Eigenhauttransplantation an den Händen. Körperlich geht es also wieder aufwärts. Doch wie der Vater mit dem Tod seiner Töchter umgeht, das ist ja die große Frage. Thomas Arndt, sein späterer Anwalt, besucht ihn damals am Krankenbett. Wir haben mit ihm gesprochen. Wie gesagt, durch die eigenen Verletzungen war das ein bisschen schwierig, aber ich hatte immer den Eindruck, als wenn er selber auch emotional natürlich hoch betroffen war. Er hat auch geweint und es sind immer wieder Tränen geflossen. Und insofern war das alles andere als eine normale Begegnung mit einem x-beliebigen Mandanten. Trotz der sehr ernsthaften Verletzungen erholt sich Peter Thue R. recht schnell. Er hofft, dass er bald nach Dänemark zurückkehren kann, auf seinen Bauernhof in Jütland. Doch daraus wird vorerst nichts. Genau, es gibt nämlich zu dem Zeitpunkt neue Erkenntnisse, was diesen ausgebrannten Kleinwagen angeht. Peter Thue R. hatte ja behauptet, das Ganze sei ein Unfall gewesen. Doch die Ergebnisse der Spurensicherung am Fahrzeug und die rechtsmedizinische Untersuchung der toten Kinder lassen Zweifel entstehen. Denn es sind Dinge gefunden worden, die zu dieser Unfallversion einfach nicht passen. Zum Beispiel haben die Kriminaltechniker 2 leere 5-Liter Benzinkanister entdeckt, ganz in der Nähe des ausgebrannten Autos. Und sie können sehr schnell nachweisen, dass diese Kanister dem Vater gehören, dass er sie in Dänemark gekauft hatte. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Kanister etwas mit dem Feuer zu tun haben. Aber welche Rolle spielt der Vater dabei? Ja, erstmal erzählt er eine Geschichte dazu. Er beschreibt die Situation so: Sie hatten kaum noch Benzin im Tank. Deshalb habe er sein Auto im Wald nachtanken wollen. Er hatte ja diese Reservekanister dabei. Und beim Anzünden einer Zigarette hätten sich dann explosive Gase entzündet. Innerhalb von Sekunden habe dann das ganze Auto in Flammen gestanden. Wenn das ein Unfall gewesen sein soll, dann wären die Umstände zumindest ziemlich merkwürdig, Uwe. Klar, auch deshalb gibt es dann sehr früh schon Zweifel an dieser Version. Das hat uns auch dann Matthias Schöneburg bestätigt, ein renommierter Strafverteidiger aus Potsdam, der schon öfter hier bei uns in unseren Podcast-Folgen von Im Visier zu hören war. Er hat in diesem Verfahren die Opferseite vertreten, also die Mutter der beiden Kinder. Alles, was er gesagt hatte, war nicht glaubwürdig. Also er konnte auch nicht erklären, warum er denn nun 2 Kanister mitgenommen hat. Andere Zeugen, auch die Mutter, haben ausgesagt, das Tankstellennetz in Dänemark ist ähnlich gut wie hier. Die haben nie einen Kanister mitgenommen, weil man immer wusste, wie weit komme ich noch. Ja, dann gab es noch ein Ermittlungsergebnis, und zwar aus der Rechtsmedizin, das den Vater noch stärker belastet hat.
ein toxikologisches Gutachten. Man hatte die Brandleichen der Kinder auf Giftstoffe und Drogen untersucht und das Ergebnis schaffte es dann in die Nachrichten von Brandenburg aktuell. Wir haben Rückstände von Blut gefunden und da konnte Rückstände von Schlaftabletten lokalisiert werden. Und im Ergebnis hat das dazu geführt, dass wir den Vater nunmehr des Mordes dringend tatverdächtigen. Das war ein Paukenschlag, das kann man schon so sagen, denn die Kinder hatten das Schlafmittel Zopiclon im Blut. Ein verschreibungspflichtiges Medikament, das man nicht so einfach in der Apotheke bekommt. Und die Kinder hatten offenbar so viel in ihren Körpern, dass selbst für Erwachsene das eine starke Dosis gewesen wäre. Denn in so hohen Dosen wirkt dieses Zopiclon nicht nur entspannt und schlaffördernd, sondern eher betäubend. Das klingt jetzt fast so, als hätte der Vater die Kinder ganz bewusst unter Drogen gesetzt, sie also ruhig gestellt, ausgenockt. Er hat das zunächst damit erklärt, dass er den Kindern beim Autofahren helfen wollte, weil denen ist oft schlecht geworden. Und er hat dann diese Tabletten gegen ihre Reisekrankheit eingesetzt. Doch kann das stimmen? Es wächst der Verdacht, dass hier kein tragischer Unfall geschehen ist. Hat hier ein Vater seine eigenen Töchter umgebracht? Ein dänischer Mann ist mit seinen zwei Kindern in den Sommerferien auf einer Reise durch Deutschland. Und diese Fahrt endet mitten in Brandenburg, in einer Tragödie. Die beiden Töchter sterben im brennenden Auto des Vaters. Und er selbst? Er überlebt. Lass uns, Elli, mal, um das auch noch zu verstehen, was da vielleicht abgelaufen sein könnte, ein bisschen tiefer gehen. Wer ist dieser Peter Thue R. eigentlich? Gibt es vielleicht in der Geschichte der Familie Hinweise darauf, was in diesem Waldstück im Havelland wirklich geschehen sein könnte? Wir spulen mal vom Tatzeitpunkt 2011, 15 Jahre zurück, also zurück ins Jahr 1996. In diesem Jahr lernte Peter Thue R. seine spätere Frau Christina kennen. Beide sind damals 25 und sehr verliebt. Ihre Beziehung beginnt ganz harmonisch. Und diese Christina, die arbeitet damals als Labortechnikerin. Und ihr Freund, also Peter Thue, macht eine Ausbildung in der ökologischen Landwirtschaft. Und das ist auch der Traum der beiden. Nämlich, sie möchten gemeinsam auf dem Land leben und gemeinsam einen Biobauernhof bewirtschaften. Und ein paar Jahre später ist es dann soweit. Die beiden wagen den großen Schritt und kaufen sich einen Bauernhof hoch im Norden von Dänemark in Nordjütland. Dort leben sie gemeinsam mit Ziegen und Rindern. Sie haben einen eigenen Hofladen. Ihr Traum scheint also wahr zu werden. Tja, doch in Wirklichkeit funktioniert es dann eben doch nicht ganz so gut, wie die beiden es sich erhofft haben. Peter Thue R. möchte zum Beispiel eine Gärtnerei aufbauen. Das klappt aber einfach nicht, aus finanziellen Gründen. Er muss sie wieder verkaufen zum Schluss. Dann jobbt er eine Weile in einem Internat, weil dieser Biobauernhof dann einfach nicht genug Geld abwirft. Der Anwalt Matthias Schöneburg, den wir ja schon gehört haben, der später dann die Mutter von den Kindern Christina O. vertreten wird, der beschreibt diese Zeit folgendermaßen. Also man muss eigentlich so sagen, wenn man die Geschichte und die Vita des Vaters so betrachtet, dann hat er viele Dinge angefangen, auch während der Partnerschaft, während der Ehe, aber dann nie zu Ende gebracht und er war mehr oder weniger in vielen Dingen ein Versager. So etwas klingt hart, ein Versager. Aber offenbar spürt Peter Thue R. auch selbst, dass er diesen eigenen Ansprüchen nur schwer genügen kann und er unter äußerstem Druck steht. Als 20-Jähriger hatte er schon einmal eine Depression, die behandelt werden musste. Und jetzt, fast 10 Jahre später, kommen Unsicherheit, Verzweiflung und Ängste in ihm offenbar wieder hoch. Doch seine Frau Christina, die hält zu ihm weiter. Im Jahr 2000 heiraten die beiden. Dann kommen die beiden Töchter Marlene und Line auf die Welt. Später erzählt Christina der dänischen Reporterin Line Worben über diese gemeinsame Zeit Folgendes. Ich bedauere es nicht, mit Thue Kinder bekommen zu haben. Ich frage mich auch nicht, warum ich ihn geheiratet habe. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Wir waren glücklich. Ja, das fällt auf bei allem, was wir über diesen Fall recherchiert haben, über diese Geschichte oder in den Akten gelesen haben. Peter Thue R. ist zwar vieles nicht gelungen in seinem Leben, aber er war immer ein Familienmensch und er hat sich mit viel Wärme und Zuwendung um die Kinder gekümmert. Die Nachbarn sagen über ihn, er
ist ein liebevoller Vater gewesen. Doch die Beziehung zu seiner Frau, die läuft einfach zunehmend schlechter. Immer wieder leidet er unter seinen eigenen Stimmungsschwankungen. Er ist zwar in Behandlung in der Zeit, aber irgendwann nimmt er diese Antidepressiva nicht mehr. Und auch die Therapiesitzung, die lässt er immer wieder ausfallen. Er wird zunehmend eifersüchtig und glaubt dann auch noch, Christina wolle ihn durch Flirts mit anderen Männern provozieren. Er fühlt sich offenbar nicht mehr gesehen und nicht mehr beachtet von ihr. Und das belastet eine Ehe natürlich. Und es wird immer offensichtlicher, dass sich da zwei auseinanderleben. Christina geht ihren Weg, sie schließt ein Lehrerstudium ab. Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben. Bei ihrem Mann dagegen, da klappt nur noch wenig. Sein Lebensentwurf als Biobauer ist gescheitert und immer haben die anderen Schuld. Im Frühling 2009 ist es dann soweit. Nach 9 Jahren Ehe sagt Christina ihrem Mann, dass sie sich scheiden lassen möchte. Der Anwalt der Frau beschreibt die erste Phase nach dieser Trennung folgendermaßen. Man muss sich natürlich vernünftigerweise irgendwie einigen, wie man mit den gemeinsamen Kindern dann umgeht, um auch, sag ich mal, jeglichen Schaden von den Kindern abzuhalten. Das ging am Anfang relativ gut. Da haben sie sich auch geeinigt darüber, wie dieses Modell gehandhabt werden soll, wo, wann die Kinder sind, mit wem sie in Urlaub fahren und so, das ging alles. Im Sommer 2009 zieht Christina dann aus der gemeinsamen Wohnung aus und die beiden einigen sich eben darauf, dass sie die Kinder jeweils für 7 Tage betreuen. Also ein gleichberechtigtes Modell, könnte man so sagen. Ja, das sogenannte Wechselmodell, in Skandinavien ja der Normalfall, im Gegensatz zu Deutschland, wo die Kinder immer häufig bei einem Elternteil noch bleiben und der andere oder die andere dann den Unterhalt bestreitet, also einer betreut und der andere zahlt. Beim Wechselmodell ist das anders, da teilen sich beide Eltern Betreuung und Unterhalt. Das klappt meistens auch sehr gut, kann aber auch Anlass für Streit geben, wenn die Eltern zum Beispiel weiter Konflikte haben. Ja, so war es dann auch bei Christina und Peter Thurer. Da klappt es eben nicht, die hatten tatsächlich beide Streit und zwar sehr viel Streit miteinander. Der Mann war weiter wütend und enttäuscht, weil er eben verlassen worden war. Und dann findet die Frau auch noch einen anderen Lebenspartner, der auch noch gerne Zeit mit den beiden Kindern verbringen möchte. Und diese Tatsache kann der leibliche Vater der beiden offenbar nur schwer verkraften. Ich glaube, er kann es einfach nicht ertragen, dass ein anderer Mann sich jetzt um seine Kinder kümmert und auch in so eine Art Vaterrolle schlüpft, die noch dazu von den Kindern offenbar ja akzeptiert wird. Das lässt ihm keine Ruhe, auch wenn er selbst schon eine neue Partnerin hat. Ja, vielleicht könnte man auch sagen, das ist genau die Phase, genau der Punkt, wo dieser Mann einfach in seinem Leben eine falsche Abfahrt nimmt. Das ist wahrscheinlich genau so. Der Vater will jetzt seinen Anspruch auf seine Kinder um jeden Preis durchsetzen. Anwalt Matthias Schöneburg formuliert das Motiv dafür so. Na, einzig und allein, weil er seiner Frau und dem neuen Partner die Kinder nicht gegönnt hat. Das war das Einzige. Er war der Einzige, der das Recht hatte, mit den Kindern umzugehen. Das hatte sich bei ihm so festgesetzt. Und deshalb fasst Peter Thurer auch Anfang 2011, also knapp 2 Jahre nach der Trennung, einen Plan. Er möchte nämlich wegziehen und zwar gemeinsam mit seinen beiden Kindern und sucht sich einen neuen Wohnort, der 170 Kilometer von dem Wohnort der Frau entfernt ist, südlich in Dänemark. Er begründet diesen Umzug damit, dass er dort einfach besser arbeiten könne. Kurzerhand meldet er dann einfach die gemeinsamen Kinder von der Schule am Heimatort ab und das ohne Zustimmung seiner Ex-Frau. Ja, und die Kinder, um die es ja eigentlich geht. Die ältere Tochter Marlene, damals 10 Jahre alt, ist mit dem Umzug einverstanden. Sie geht ab 1. Mai 2011 am neuen Wohnort auch in die Schule. Doch Line, die jüngere Tochter, sie möchte nicht umziehen. Sie möchte bei ihrer Mutter bleiben. Und so passiert es dann auch. Und jetzt sind nicht nur die Eltern getrennt, sondern auch die Kinder. Für Mutter Christina ein unhaltbarer Zustand. Noch einmal Matthias Schöneburg. Das war im Prinzip so der Knackpunkt, wo das dann alles schief ging und das, dann gab es Schwierigkeiten in der Aufteilung des Umgangsrechts und dann hat die Mutter das alleinige Sorgerecht beantragt und darüber gab es dann auch schon eine Verhandlung und es stand eigentlich fest, dass das Gericht auch in dieser Richtung entscheiden wird. Ja, so geschah es dann auch ganz genau.
Anfang Mai war der Vater mit der großen Tochter umgezogen und nur 6 Wochen später, Mitte Juni 2011, entscheidet das Gericht, dass die Mädchen, damals 10 und 9 Jahre alt, dauerhaft bei der Mutter wohnen sollen. Das ist für den Vater natürlich die größte denkbare Niederlage. Und sein Plan, wenigstens für ein Kind immer dieser präsente Vater zu sein, der ist einfach mal gescheitert. So muss man das ganz klar sagen. Er gibt nun klein bei und bietet an, wieder zurückzuziehen, also die 170 Kilometer nach Nordjütland zurückzuziehen. Man könne sich ja wieder mit der Betreuung der Kinder abwechseln, so hat er es vorgeschlagen. Und seine Ex-Frau ist damit sogar einverstanden. Auch die große Tochter wird jetzt wieder in der alten Schule angemeldet. Christina kommt dem Vater ihrer Kinder also auf bemerkenswerte Weise entgegen, denn das Gericht hatte ja beide Kinder ihr zugesprochen. Sie lässt sich erneut auf das Wechselmodell ein. Es hätte nochmal alles gut werden können. Wird's aber leider nicht, denn der Gemütszustand von Peter Thure, der wird immer düsterer. Es geht ihm psychisch einfach schlechter. Christina O. hat inzwischen wieder geheiratet und ist in ein neues Haus gezogen. Er hat dagegen keine Arbeit, kann Rechnungen nicht mehr bezahlen und muss sogar sein Bauernhaus inzwischen zum Verkauf anbieten. Vermutlich waren die Kinder in der Zeit für ihn die einzige Stütze. Er behandelt sie weiter liebevoll und gut, doch der Ex-Frau gegenüber wird der Ton immer rauer. Es bleibt nicht bei Streitereien, manchmal droht der Christina, sie soll aufpassen, es könnte ihr was passieren und manchmal kommt es sogar zu Handgreiflichkeiten bei der Übergabe der Kinder. Jetzt hat die Frau sogar Angst, so beschreibt sie es später, Angst vor ihrem Ex-Mann. Doch sie denkt keinen Moment daran, dass er diese Wut gegen die Kinder richten könnte. Deshalb stimmt sie auch zu, dass die beiden Töchter weiterhin ihren Vater treffen können. Sie denkt sich nämlich, dass es für die Kinder einfach das Beste sei, Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben. Und so hat sie auch nichts dagegen, als ihr Ex-Mann den Vorschlag macht, mit den Mädchen ein paar Tage zu verreisen. Es ist August 2011, die letzten Sommerferientage in Dänemark. Und bevor die Schule wieder losgeht, möchte der Vater mit den Töchtern noch eine kleine Reise machen. Er soll nach Deutschland gehen, in einen Freizeitpark. Und so fährt Peter Thure kurz darauf mit seinem kleinen Suzuki Swift los. Auf der Rückbank seine Töchter Marlene und Lina. Die beiden freuen sich. Schließlich hat ihr Papa ein echtes Ferienhighlight für sie parat. Zum Schluss der Tour soll es nämlich in den Snowdome gehen nach Niedersachsen. Ja, der Snowdome ist eine große Indoor-Skihalle etwas südlich von Hamburg. Man kann da auch im Sommer auf einer gut präparierten Skipiste fahren, egal wie heiß es draußen ist. Davon sind beide Töchter natürlich sofort begeistert. Und die drei bleiben dort dann auch einen ganzen Tag auf dieser Piste, nämlich so lange, bis die Halle schließt. Am nächsten Morgen soll es dann wieder zurückgehen nach Dänemark. So hat es Peter Thure zumindest seiner Frau, seiner Ex-Frau, versprochen. Doch am Abend vor der Rückfahrt kommt es dann anders. Der Vater unterhält sich mit beiden Töchtern über Deutschland. Dabei erzählt er ihnen auch von der Mauer in Berlin. Die möchte er Marlene und Dine unbedingt noch mal zeigen. Und er entschließt sich, mit den Kindern nicht wie geplant im Hotel neben der Skihalle zu übernachten. Nein, noch in der Nacht fährt er mit den Mädchen auf die Autobahn und dann Richtung Berlin. Doch diese Strecke ist ziemlich lang und als sie dann auf der A24 in Brandenburg ankommen, da sind die Kinder zwar müde, doch sie finden keinen Schlaf, so erzählt es der Vater dann später den Ermittlern. Die Mädchen hätten dann auf der Rückbank angefangen zu streiten, zu quengeln und genau deshalb will er dann zu den Schlaftabletten gegriffen haben, die er bei sich hatte. Ob das wirklich genau so war, das weiß nur der Vater selbst, es war ja sonst niemand dabei. Auf jeden Fall gibt er jetzt jedem Mädchen eine ganze Tablette Zopiclon, eine Dosis, die selbst für Erwachsene eine Maximaldosis ist und garantiert zum Einschlafen führt. Für die gerade mal 9 und 10 Jahre alten Kinder aber kommt diese Menge, wir haben es vorhin schon gesagt, einer Betäubung gleich. Die Kinder müssen also recht schnell in einen tiefen Schlaf gefallen sein. Dann verlässt der Vater kurz vor dem Berliner Ring die Autobahn, er nimmt die Ausfahrt Kremmen. Auf der B273 fährt er dann weiter in Richtung Börnicke. Doch kurz vor dieser Ortschaft Börnicke biegt er ab auf diesem Waldweg. Nach einigen 100 Metern hält er dann an. Doch was geschieht dann? Warum brennt das Auto plötzlich und das so massiv? Warum kann er sich retten, aber die Kinder verbrennen?
Dazu hat der Vater im Laufe der Ermittlungen ganz unterschiedliche Erklärungen präsentiert. Wir alle wissen ja noch, ganz am Anfang beteuerte er, das sei alles ein tragischer Unfall gewesen. Und dann wurden ja eben diese beiden Benzinkanister entdeckt. Da musste der Vater seine Geschichte schon mal ein bisschen anpassen. Und er hat dann behauptet, er hätte das Auto mit Benzin aus diesen Kanistern betankt und wollte sich dann eben eine Zigarette anzünden. Und weil es draußen so windig war, habe er sich dazu ins Auto gesetzt und da gab es dann plötzlich diese Explosion. Ja, das wäre dann Fahrlässigkeit. Doch die Mordkommission überzeugt das nicht. Fast ein halbes Jahr wird ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei geht von einer Vorsatztat aus. Das heißt, der Vater wollte das Auto mit den schlafenden Töchtern darin ganz bewusst abfackeln. Er muss den kompletten Inhalt der Benzinkanister erst über die Rückbank und dann schließlich über den gesamten Wagen gegossen haben. Dann setzt er sich selbst auf den Fahrersitz, nimmt ein Feuerzeug und zündet das Auto an. Da stockt ein bisschen der Atem bei diesem Plan. Er muss also das Feuer gelegt haben, währenddessen er selbst in dem Auto sitzt. Ja, so muss es gewesen sein. Das haben auch die Techniker mit ihren vielen Versuchen herausgefunden. Genau diesen Ablauf bestätigt der Vater dann auch später vor Gericht. Offenbar könnte es also eine Art erwarteter Suizid gewesen sein, so nennen das die Juristen. Das heißt also, Peter Thu, er wollte sich in dieser Nacht einfach selbst töten und seine Töchter dabei mit in den Tod nehmen. Aber er überlebt. Ja, und jetzt die Frage, warum? Noch dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Hier die Variante des Vaters, die uns sein späterer Anwalt Thomas Arndt erzählt. Als dann das Feuer tatsächlich ausgebrochen war, so sagt er, habe er dann es doch nicht mehr in dem brennenden Fahrzeug aushalten können. Der Schmerz wurde dann zu stark und er hat dann es geschafft, aus dem brennenden Auto auszusteigen und seine brennenden Körperstellen, die brennende Kleidung dann durch Wälzen auf dem Waldboden zu löschen. Dann wird es langsam wieder dunkler. Der Kleinwagen war komplett abgebrannt. Zurück bleibt die Karosserie und auf der Rückbank die Brandleichen der beiden Kinder. Die Version des Vaters geht aber noch weiter, denn als er den Flammen entkommen ist, will er sich immer noch das Leben nehmen. Mit einem langen Stock will er eine Tasche aus dem verbrannten Innenraum des Autos geholt haben. In der Tasche war ein Messer, von dem nur noch die Klinge übrig war, weil der Plastikgriff in der Hitze geschmolzen war. Und was der Mann mit diesem Messer vorhatte, erzählt er später der dänischen Journalistin Line Woben. Angeblich versucht er, die Klinge gegen einen Baumstamm zu halten und sich selbst dagegen zu drücken, um sich zu töten. Aber auch das, sagt er, gelingt nicht. Ja, das Ende dieser Version, das kennen wir schon. Der schwerverletzte Vater läuft zurück auf die Bundesstraße, stoppt den LKW und ruft um Hilfe. Und in diesem Moment ahnt noch niemand, was sich da gerade wirklich im brandenburgischen Kiefernwald abgespielt hat. Also, Version 1 war ein tragischer Unfall, so hat es der Vater selbst erzählt und viele glauben ihm zunächst, denn der Vater hat ja selbst heftige Brandwunden im Gesicht und an den Händen und musste im Unfallkrankenhaus Berlin tagelang von Spezialisten behandelt werden. Doch dann beginnen die Ermittlungen und diese Version Unfall wird sehr schnell unwahrscheinlich. Dazu noch einmal Thomas Arndt, der Anwalt des Vaters. Das hat sich dann wohl geändert, als man über diese familiäre Besonderheiten, über diesen Sorgerechtsstreit aus Dänemark erfahren hatte und dann einige Unregelmäßigkeiten dazu kamen, sodass dann sich die Staatsanwaltschaft Potsdam entschlossen hatte, hier einen Haftbefehlsantrag zu stellen, der dann eben auch vom zuständigen Richter erlassen worden ist und dann eben erst einige Tage nach dem Tatgeschehen die formelle Inhaftierung passiert ist. Man wollte letztlich verhindern, dass der Kindesvater, der Mandant, zurück nach Dänemark kommt und hier nicht mehr für die Behörden zu greifen war. Es geht also um ein Tötungsverbrechen. Noch im Krankenhaus wird dem Vater der Haftbefehl verkündet, ein Haftbefehl wegen Mordes. Doch damit geht die Arbeit der Ermittler erst so richtig los. Denn was war das genaue Motiv? Hat der Vater das Ganze seit langem geplant oder fiel der Entschluss zur Tat relativ spontan?
Das sind Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Die Ermittler erkunden deshalb in Dänemark den familiären Hintergrund von Peter Thue R. Und sie erfahren dort vom Sorgerechtsstreit um die Kinder. Der Vater fürchtete offenbar, seine Kinder ganz an seine Ex-Frau zu verlieren. Das wollte er aber unter allen Umständen verhindern. Und zugleich, auch das haben wir ja schon beschrieben, empfindet er so etwas wie Wut und vielleicht sogar Hass auf seine frühere Frau, die Mutter seiner Kinder. Sie hatte ja zuletzt Angst vor ihm. Anwalt Thomas Arndt versucht zu erklären, was in dem Mann abgelaufen sein muss. Für ihn stand fest, er möchte sich umbringen und dann dieser fatale Gedanke, diesen erweiterten Selbstmord zu begehen, die Kinder mit in den Tod zu nehmen. Ja, letztlich, das ist ja diese etwas schwierig einzuordnende Einschätzung. Wenn ich nicht mehr da bin, haben die Kinder ja keinen Vater mehr. Das möchte ich denen ersparen. Ich will ja nicht, dass die dann alleine mit der Mutter zu tun haben, die vielleicht nicht so geeignet ist, die in die Welt weiter zu begleiten. Und deswegen sollen die mit in den Tod. Was für eine Begründung. Der Vater will nicht nur über sein eigenes Schicksal entscheiden, sondern auch über das seiner beiden Töchter gleich mit. Er glaubt also, der Tod der beiden Töchter sei für sie besser als das Leben mit der Mutter. Ja, unglaublich, oder? Aber war das dann wirklich der Versuch eines erweiterten Suizids? Trifft diese Erklärung wirklich zu oder war doch alles ganz anders? Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, doch zuerst steht ja die Frage nach der Vorbereitung für diese Tat. Was war spontan und was war geplant? Da fallen vor allem zwei Dinge auf: das Schlafmittel, mit dem die Kinder betäubt wurden, und die vollen Benzinkanister im Auto. Sind das Dinge, die man einfach so bei sich hat? Ja, oder hat er diese Sachen ganz bewusst schon mitgenommen aus Dänemark? Die Mutter der beiden Mädchen hatte ja ausgesagt, dass früher bei Familienausflügen nie Benzinkanister mit im Auto waren, weil einfach das Tankstellennetz sowohl in Dänemark als auch in Deutschland gut ausgebaut ist. Also liegt hier doch die Vermutung nahe, dass der Vater die Kanister extra mitgenommen hat. Und bei den Schlaftabletten, da sieht es ganz ähnlich aus. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass der Vater die Tabletten schon in Dänemark in einer Apotheke bekommen hat. Von dort hat er sie mit auf die Reise genommen, mit nach Deutschland. Man kann ihm also eine gewisse Vorbereitung unterstellen. Ganz spontan ist das alles offenbar nicht passiert. Bleibt also noch die Frage, wollte Peter Thue R. wirklich sich selbst töten und dabei seine Kinder mit in den Tod nehmen? Weil er sie dann nicht ohne den Vater eben der Mutter überlassen wollte. Oder plante er von vornherein den Mord an seinen beiden Töchtern und wollte selbst überleben? Ja, war es also ein erweiterter Suizid oder war es ein Mord? Die Kriminaltechniker haben dazu sehr aufwendige Versuche unternommen, um nachvollziehen zu können, wie sich das Feuer im Auto ausgebreitet hat. Dazu noch einmal der Anwalt des Vaters, Thomas Arndt. Diese Selbstmord-Variante hat das Gericht ihm letztlich nicht abgenommen, weil anders als bei den Töchtern, die auf der Rückbank des Fahrzeuges gesessen hatten, dort hatte er Benzin in unmittelbarer Nähe der Mädchen verschüttet und hatte auch neben dem Beifahrersitz Benzin verschüttet. Aber da, wo er gesessen hat, da gab es dann eigentlich keine Benzinmengen, die das Ganze beschleunigt hätten, sodass das Gericht da schon Zweifel hatte, ob es tatsächlich ein Selbstmord sein sollte. Das heißt, wenn er sich selbst hätte töten wollen, dann hätte er im Auto auch auf seinem Sitz Benzin verschütten müssen. Aber genau das hat er eben nicht getan. Und auch die Sache mit dem Messer ist alles andere als eindeutig. Denn dieses Messer, mit dem sich Peter Thue R. ja angeblich nach dem Unfall töten wollte, das wurde nie am Tatort gefunden. Die Ermittler haben den Wald lange und sehr genau abgesucht. Allerdings ohne Erfolg. Auch deshalb gab es für die Staatsanwaltschaft dann am Ende keine Zweifel mehr. Sie klagte den Vater wegen des zweifachen Mordes an den eigenen Kindern an. Und die Suizidabsichten, die waren entweder frei erfunden oder nur schwach ausgeprägt, hieß es. Und genau mit dieser Anklage beginnt dann auch der Prozess vor dem Landgericht in Potsdam im Februar 2012, ein halbes Jahr nach dem Tod der Kinder.
Das Interesse der Medien ist riesengroß. Neben deutschen Journalisten sind auch viele Kollegen aus Dänemark angereist. Auch dort sind die Menschen von diesem Verbrechen sehr aufgewühlt. Ganz klar, trotz der vielen Ermittlungsergebnisse, die es gibt, es waren noch viele Fragen offen. Denn viele wollten einfach verstehen, was ist da genau passiert und vor allem warum. Christina, die Mutter der beiden Kinder, kommt für den Prozess ebenfalls nach Deutschland. Ob sie die Gelegenheit auch genutzt hat, sich den Tatort im Wald anzuschauen, den Ort, an dem ihre beiden Töchter starben, das wissen wir nicht. Aber eines ist ganz sicher, sie hat in Potsdam vor Gericht ausgesagt, als Zeugin im Prozess gegen den Vater ihrer Kinder. Das war ein sehr schwerer Gang für sie, denn schließlich ist sie dem Mann begegnet, den sie ja mal geliebt hat, mit dem sie mal zusammengelebt hat und der jetzt für den Tod ihrer Kinder verantwortlich sein soll. Doch beim ersten Versuch platzt dieser Gerichtstermin. Ja, das war im März 2012, kurz nach Prozessbeginn. Der Grund, ihr Ex-Mann hatte in der U-Haft einen Suizidversuch unternommen. Er war am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr bewusstlos in seiner Zelle gefunden worden. Genau an dem Tag, an dem Christina vor Gericht befragt werden sollte. Er hatte in seiner Zelle Antidepressiva und Schmerzmittel gehortet, die ihm verschrieben worden waren und die er offenbar nicht genommen hatte. Und sie dann auf einmal geschluckt. Doch er kann gerettet werden, er überlebt und so wird dieser Gerichtstermin 2 Monate später nachgeholt. Dieses Mal sagt seine Ex-Frau aus, insgesamt 4 Stunden lang. Sie schildert die komplizierte Situation nach der Trennung des Ehepaares. Ihr Anwalt Matthias Schöneburg erinnert sich daran. Für mich war das eher bewundernswert, dass sie auch ohne Belastungstendenz über ihn geredet hat, auch als Zeugin. Sie hat ihn also nicht versucht, nun extrem schlecht zu machen, sondern sie hat die ganzen Situationen so geschildert, wie sie tatsächlich waren und hat nicht versucht, noch eins aufzusetzen, was man sehr oft hat bei, Opfern, die dann gegenüber dem Täter Aussagen zu treffen haben. Das war hier wirklich nicht so, obwohl man ihr das nicht hätte übel nehmen können, wenn sie da anders gewesen wäre. Dass der Vater für den Tod seiner beiden Kinder verantwortlich ist, steht im Prozess relativ schnell fest. Denn auch im Gericht gibt er zu, dass er den Brand gelegt hat. Über Schuld oder Unschuld muss also nicht verhandelt werden. Aber über die Frage, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist, das muss am Ende das Gutachten einer psychiatrischen Sachverständigen klären. Und da heißt es in diesem Gutachten, Peter Thuer war während der Tat in einem emotionalen Ausnahmezustand. Er habe unter Hoffnungs- und Ruhelosigkeit gelitten und Suizidgedanken gehegt. Außerdem habe er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Doch all das hätte keinen Einfluss auf diese Schuldfähigkeit von Peter Thuer. Er ist für seine Taten voll verantwortlich. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft dann nach diesem Gutachten lebenslange Haft wegen Mordes und sogar mit besonderer Schwere der Schuld. Dem schließt sich dann auch der Anwalt der Mutter der Kinder an. Ja, was bedeutet besondere Schwere der Schuld für das Strafmaß? Für Mord ist in Deutschland eine lebenslange Haft vorgeschrieben, die nach 15 Jahren aber zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Wenn das Gericht jedoch die besondere Schwere der Schuld feststellt, ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren auf Bewährung nicht möglich. Hier bleiben die Täter deutlich länger in Haft. Aber wir gehen nochmal zurück zum Prozess, Uwe. Die Beweislast damals ist auf jeden Fall erdrückend. Insgesamt sind 13 Verhandlungstage angesetzt. 13 Tage voll, muss man sagen, grausamer Details zu dem Tod der beiden Kinder nachts im Kiefernwald. Und dann kurz vor dem Urteilsspruch bekommt der Angeklagte noch einmal das Wort. Ja, das letzte Wort in so einem Prozess hat immer der Angeklagte. Peter Thuer ist die gesamte Hauptverhandlung über stumm geblieben und hat seinen Anwalt sprechen lassen. Doch nun nutzt er selbst die Gelegenheit. Er sagt, ich zitiere, es war kein Akt des Hasses, es war ein Akt der Liebe. Sie können mich nicht härter bestrafen, als ich es selbst bereits getan habe. Ich werde nicht um Vergebung bitten, denn ich kann mir selbst nicht vergeben. Da muss man schon nachdenken bei so einer Äußerung. Reuevoll klingt es nicht. Ich weiß nicht, er ist da sehr bei sich selbst in dieser Aussage. Er kann sich nicht selbst vergeben und deshalb will er auch keine Vergebung von anderen haben. Ich glaube schon, dass er seine Tat bereut. Er hat im Gespräch mit der dänischen Journalistin Line Worben gesagt, ich fühle eine Mischung aus Schuld, Scham und Verlust. Eine Mischung, die es besonders schwer macht für mich,
damit zu leben. Aber er spricht ja nur von seiner eigenen Last, also nicht von diesem unglaublichen Leid, das er ausgelöst hat, das er über seine Mitmenschen gebracht hat, über seine frühere Frau, über die Familien, die dazugehören und natürlich über seine beiden Kinder, die ja nicht mehr leben. So als gäbe es nur ihn auf der Welt und nichts anderes. Klar, er sieht offenbar nur sich. Das ist dann wahrscheinlich diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, von der die Gutachterin im Prozess auch gesprochen hat. Am 31. Mai 2012 ist es dann soweit, ein Dreivierteljahr nach der Tat. In Potsdam wird das Urteil gesprochen, lebenslange Haft für den Doppelmord an den beiden Kindern. Allerdings eine besondere Schwere der Schuld stellt das Gericht nicht fest. Ausschlaggebend für dieses Urteil war die Tatsache, dass der Mann die Tat offensichtlich sorgfältig geplant hatte. Da gab es einerseits diese Benzinkanister, die er gut gefüllt im Auto ja deponiert hatte. Für das Gericht konnte das kein Zufall gewesen sein. Denn wer hat heutzutage, wo es ja überall Tankstellen gibt, zumindest in Westeuropa, zwei volle Kanister bei sich? Und dann gab es ja noch die Schlaftabletten, die er sich vorher besorgt hatte. Und auch hier sieht das Gericht die Mordabsicht. Und als erfahrene True Crime-Hörer wissen Sie, für ein Mordurteil braucht es neben dem Vorsatz, also ich will töten, auch bestimmte Mordmerkmale. In diesem Fall sieht das Gericht zwei Mordmerkmale. Erstens, der Vater brachte seine Kinder heimtückisch um. Die Töchter konnten nicht damit rechnen, dass ihr eigener Vater ihnen das antun würde. Außerdem schliefen sie ja im Auto. Und Mordmerkmal Nummer zwei, er handelte aus niederen Beweggründen. Das Motiv für die furchtbare Tat sei verachtenswert, so die Begründung des Gerichtes. Der Vater konnte es nicht ertragen, dass die Kinder bei ihrer Mutter leben sollten. Er missgönnte ihr das Glück, so das Gericht. Beigesetzt werden die Kinder dann ganz in der Nähe vom Wohnort ihrer Mutter in Dänemark. Und es ist eine Beerdigung im ganz kleinen Kreis. Die Familie von Peter Thore R. ist übrigens nicht anwesend. Das ist der ausdrückliche Wunsch der Mutter damals gewesen. Die Sterbedaten ihrer Kinder und der Nachname der beiden, den sie ja vom Vater haben, die stehen nicht mit auf dem Grabstein. Inzwischen ist der Täter übrigens wieder zurück in Dänemark und verbüßt dort seine Haftstrafe. Die dänische Justiz hat das deutsche Urteil am 4. Juli 2016 bestätigt. Auch hier gilt lebenslang wegen Mordes. Vieles an der Tat, über die wir heute gesprochen haben, ist nur schwer zu begreifen, vor allem wenn man selbst Kinder hat. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Vater, der die Menschen, die er am liebsten hat auf dieser Welt, auf so furchtbare Weise umbringt? Peter Thore R. hat sich ja selbst mal als schwachen Mann bezeichnet. Kann man das so stehen lassen, frage ich mich. Ist es Schwäche, wenn ein Mensch seiner Wut, seinem Hass, seinen dunklen Gefühlen einfach nicht widerstehen kann? Oder steckt doch die Bereitschaft zu so einer grausamen Tat tief in einem drin? Anwalt Thomas Arndt, der hat immer wieder mit seinem Mandanten darüber gesprochen, über diese Fragen, und er schätzt das so ein. Man versucht ja schon immer auch, sich in den Menschen, in den Mandanten hineinzuversetzen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mir da ein unsympathischer Mensch gegenüber sitzt. Trotz allem, was passiert ist, hatte ich immer das Gefühl, das ist ein recht schlauer Mensch, ein Mann, der viel erlebt hat, der gute Zeiten hatte, der dann sehr viel Pech hatte und ja dann in diese Situation hineingeraten ist. Und so eine Tat oder überhaupt so eine schwerwiegende Tat war aus meiner Sicht garantiert nicht von Anfang an in der Person dieses Menschen angelegt. Da haben die besonderen Umstände letztlich zu dieser fatalen Fehlhandlung geführt. Aber ich hatte nie den Eindruck, das ist ein von Grund weg böser Mensch. Was sagt Christina, seine Ex-Frau, über ihn? Sie hatte allen Grund, ihn als Bestie zu verachten, als das Böse schlechthin. Doch sie hat etwas sehr Besonderes gesagt im Gespräch mit unserer dänischen Reporterkollegin. Ich zitiere nochmal: Was er tat, war böse. Aber er ist kein böser Mensch. Manche werden das seltsam finden, aber ich hasse ihn nicht. Ich hasse, was er tat. An der Stelle sagen wir jetzt vielen Dank fürs Zuhören.
Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge. Noch die wird wieder sehr bewegend und sehr besonders. Es geht um den Tod einer jungen Mutter. Ein zunächst sehr mysteriöser Fall, denn ihre Leiche wurde in einem alten Nazi-Bunker bei Oranienburg gefunden. Mehr wahre Verbrechen gibt es übrigens in der ARD-Mediathek. Eine neue Crime-Time-Doku-Serie erzählt nämlich vom Fall Ursula Herrmann. Es ist eines der rätselhaftesten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Ja, der Horror aller Eltern. Du wartest auf dein Kind, doch es kommt nicht nach Hause. Das ist Familie Herrmann im Jahr 1981 passiert. Auf dem Heimweg wird die damals 10 Jahre alte Tochter Ursula entführt. Die groß angelegte Suche nach dem Mädchen bleibt ergebnislos. Nach 19 Tagen wird das Kind gefunden. Tot, erstickt in einer Kiste, vergraben im Wald. Erst 29 Jahre später wird Werner Mazurek als Täter verurteilt. Er beteuert aber vehement seine Unschuld, bis heute. Ein Mädchen verschwindet, neue Spuren im Fall Ursula Herrmann, jetzt in der ARD-Mediathek. Ja, und in der ARD-Audiothek wiederum, da finden Sie alle Folgen von Im Visier. Und außerdem gibt es uns ja auch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ein Gedanke darf auch heute nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.